Natürlich ist es sehr doof, dass hier keine Autos auf dem Parkhaus sind. Im Parkhaus. Wir kommen so weit runter, dass wir... Nein! Oh Mann! Das wäre auch zu hoch gewesen. Scheiße, ich dachte, ich kann heimlich so verpissen mich. Das muss auf jeden Fall definitiv da sein, wo wir ganz schnell ein Auto haben. Das, und der kommt von diesen... Na, er war auf einmal da. Aber vielleicht sollten wir ihn hier wirklich in den Griff haben, hier vorne. Oh ne, die Scheiße schon wieder. Das mache ich nicht. Da habe ich so keinen Bock drauf, auf diese Rennen. Weil das unfair ist. Ich finde das gemein. Das machen wir nicht. Rennen. Pff. So, Freunde, jetzt ab zu Lester. Wir müssen in der Story weiterkommen jetzt. Freunde, 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 Freunde. So. Dass hier ein bisschen stürmt und pustet, das liegt daran, dass es hier im Norden stürmt und pustet. Wir haben, wie nannte der Heidenheim drin noch? Wir haben hier einen Orkan. Also für mich ist der blanke Hans ein Orkan, aber... Ja. Naja, Ansichtssache, ne? In Heidenheim kennen die so einen Sturm halt nicht. Oh, Shaquille. Bin hier voll drauf, Alter. Das macht wieder richtig Bock. Ich glaube, ich mache mal ein Tutorial. Das beste Auto, um Bullen abzuhängen. Und dann fahren wir in die Wüste damit. Ich glaube, sowas gab es bestimmt schon, ne? Aber da kommen bestimmt nur die Rennwagen oder so ein Scheiß. Ja, die fallen natürlich nicht um die Laternenmästen. Hätte ich beinahe gedacht, hier die Strommaste, Mastenmästen, Strommäster, Strom... Okay, es ist abends. Hier sollten nicht so viele Leute am Pier rumlaufen, beziehungsweise am Strand. Wobei ich das hier total liebe, ne? Das ist so geil gemacht einfach. Oh, sorry. Wir sind da. What's up, man? Sit down and face forward. Now I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapolds. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone.
Sauber und nice. Das ist, wird sehr, sehr interessant werden. Wir gehen erstmal auf den Pier, da holen wir uns ein neues Auto. Boah, bin ich müde, Alter. Okay, wir gehen hinten runter und holen uns ein neues Auto. Es ist immer so angepasst, ne? Ich glaube nicht, dass ich direkt als hier, wenn ich jetzt so aussehen würde wie jetzt Franklin, dass ich unbedingt auf diese ganzen Sportkisten stehen würde, wieder vorne. Sondern bei mir wird hier da eine abgehen. Das sind so meine Autos, da hätte ich richtig Bock drauf. Oh, ist meins. Ich hatte einen Schlüssel. Nur, dass er wegkommt. Er muss nicht sterben, aber muss man weg von mir. Also, Scharfschützengewehr oder Haftbomben? Ich bin da mehr für Scharfschützengewehr, weil ich finde Bomben immer sehr, sehr feige. Aber Scharfschützengewehr ist ja auch ein Mord aus der Entfernung. Aber ich glaube... Scharfschützengewehr musst du noch selber abdrücken. Du siehst dein Opfer und knallst ihn einfach über den Haufen. Ich finde das hier schon sehr, sehr geil eigentlich als Ziel. Hotel. Das ist das Auto. Ich denke mal, der wird gleich raus eskortiert. Durch die alte durchschießen. Okay, doch nicht. Moment, was? Okay. Let's move it out, people. We need this area cleared. Was? War das nicht unser Ziel? War das nicht unser Ziel? Scheiße, ich dachte, das war unser Ziel. Das sah so wichtig aus, der Typ. Oh fuck. Lauf mal. Haftbomben. Wir haben keine Haftbomben. Bin ich höher? Da. Parkhausdach, wie klischee-mäßig, ne?
ist halt so. Dann müssen wir wissen, wer das ist. Wer unser Ziel ist. Na komm. Super, von hier oben kriege ich auch keinen guten Schuss. Oh, super. Fuck, Alter, ehrlich. Wer ist denn das, der auschecken soll? Von wo checkt er aus? Und die da wäre wo? Verdammt, die ist genau unter dem Dach. Erwischt. Nicht runterfallen. Okay, sauber. Natürlich ist es sehr doof, dass hier keine Autos auf dem Parkhaus sind. Im Parkhaus. Wir kommen so weit runter, dass wir... Nein! Das wäre auch zu hoch gewesen. Scheiße, ich dachte, ich kann heimlich so verpissen mich. Das muss auf jeden Fall definitiv da sein, wo wir ganz schnell ein Auto haben. Das, und der kommt von diesen... Na, er war auf einmal da. Aber vielleicht sollten wir ihn hier wirklich in den Griff haben, hier vorne. Man sah ihn ja. Ich habe ihn ja von hier oben gesehen. Er kam von hier. Deswegen, die Planung ist scheißegal. Legen wir ihn gleich um. Fuck, ey. Ärgert mich das. Könnt ihr euch das vorstellen, Freunde? Ach so, die rufen rum hier. Da kommen die Fahrer. Und unser Ziel kommt von da. Mal gucken, wie oft wir das wiederholen dürfen. Muss noch vorher irgendwo sehen können. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign. Oh shit! Where is that son of a bitch? I need backup now. All nearby units report immediately. I can't see him. You are dead. Warum? Was soll das denn? Hä, ich habe ihn erschossen, Mann. Ich hab ihn erschossen. Alter, ich hab ihn erschossen. Oh, komm schon.
this area clear. Da steckt er aus. Ich werde bloß ein Problem aus dem Parkhaus gekommen, gleich wieder. Hä? Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization. Kann das sein, dass es so ein Versteckspiel gerade ist? Echt jetzt? Ja. Das darf doch nicht sein. Ich treffe ihn mit einem Scharfschützen. Ich glaube, ich raste aus. Ich glaube, ich habe auch nichts, womit ich das Ding in die Luft jagen könnte oder so. Weiß ich nicht. Fuck, ey. Mann. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir radikal rauf und knallen die alle ab? Weil kommt er von da mal da, wie er gerade Bock hat. Das wird hässlich. Okay, da vorne sehe ich ein Sicherheitshandy. Checken wir mal ein bisschen die Lage hier. Hallo? Darf ich hier rein? Entschuldigung bitte, ich gehe wieder. Sir, leave the area now. Okay. Ja. Ja, okay. I'm not going to say this again. Leave. Ich bin ja schon gegangen. Oh, hallo. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum denn? Nur weil ich gerade reingegangen bin und nicht ganz weg. Oh, ich. Manche Missionen, Freunde, wirklich sind so ätzend bei GTA. Boah. Ich hab Bock, irgendwie alles. Naja. So, es gibt die Möglichkeit, dass er von da aus kommt. Von da aus, es gibt hier tatsächlich drei Eingänge oder von hier aus. Auto reinsteigen, wegfahren. Hoffentlich, dass es klappt. Meine Güte. Das ist, dass es so schwer werden würde, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Es gibt auch so viele Hindernisse einfach. Sicherheitsagenten nochmal dazu. Könnten darum abhauen. Wollen wir dann Sicherheitshandy. Da ist ein Sicherheitsfritze. Okay. Ich werde es wieder verkacken. Und immer wieder und immer wieder. Kommt von hier. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. We got a shooter. Take cover. Shots fired. Shots fired. There is that son of a bitch. Keep your eyes open. He's here somewhere. I need backup. Verpisst euch doch, euer Boss ist tot, Alter. Ihr habt doch gar keine Motivation mehr weiterzumachen. Ihr habt versagt und fertig ist der Lack.
Ah, diesmal habe ich ihn sauber mit einem Headshot erwischt, Alter. Nase hat gejuckt. Das passt, wir sind in die richtige Richtung wieder. Yay! Hotel Mord. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh, das gibt Geld, Alter. Yeah, endlich Kohle. Hey, it's done. I know. Good work. Alright, well shit. Let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, you know, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Danke. Check mir mal ganz kurz ab, unsere neue Butzel. Freunde hat jetzt eine Wohnung. Du kannst dort einen Spielstand speichern und pipapo. Wo ist denn das? Hier? Ja, cool, Alter. Cool. Cool. Ich glaub's nicht. Die Wohnung checken wir mal ab. Boah, Alter, was dreht die Kiste so ab, Alter? Puh. Habe ich einen Platten irgendwo? Ja, ich glaube, ich habe einen Platten. Hey, Mike! Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Big time investor or something. Oh, alright, shit. Well, I'll see you at the lot. Machen wir gleich. Ich kümmere mich gleich drum. Aber als allererstes muss ich mal den neuen Butzel angucken. Und scheiße, wir haben einen Platten. Aber auch gut zerlöchert die Kiste, Alter. Puh. Mal ganz flott. Ich wollte mir auch nochmal eine Machete kaufen. Das wäre das ganze Geld, was wir uns gerade verdient haben. Okay, wir können noch mehr Aufgaben mit Lester machen. Was ist das jetzt? Okay. Attentat. Machen wir gleich mit Lester Attentate. Attentates. Außer ganz, aber das bringt Geld. Das ist ein Hybridauto, Mann. Oh, geil. Das erinnert mich einfach so an meine Teenagerzeit. Beziehungsweise nicht Teenagerzeit, sondern an meine Ausbildung, wo ich 18, 19 gewesen bin. Solche Musik. Eine geile Zeit für mich. Sehr, sehr geile Zeit. Kriegt man so ein bisschen Nostalgieschmerz. Nostalgischen Schmerz, nein. Weißt du so? Nostalgieschmerz? Wie soll man das sagen? Nostalgieschmerz. Nostalgischen Sehnsucht? Das ist auch scheiße, ne? Nostalgieschmerz. Also Sehnsucht, ganz einfach. Sehnsucht an die alte Zeit. Wo ich in der Ausbildung gewesen bin, liebe Freunde, so viel Kohle hatte, weil ich noch nebenbei zwei Nebenjobs hatte. Ich habe Sport gemacht, Taekwondo, Basketball gespielt und eine Freundin gehabt. War auch viel feiern und habe auch Videospiel gedattelt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut gebracht habe, aber ich habe es gemacht, tatsächlich. Wir haben doch nicht hier oben ein Haus, oder? Mit Garage und so ein Scheiß?
Ey, pass auf da. Ja, tatsächlich, mit Garage und so ein Scheiß. Ja gut, wir kriegen... Oh, mit Moped. Okay, sehr geil. Ja, ich möchte mir ein Auto kaufen, tatsächlich. Aber in Los Santos bringt das Auto nicht, was ich mir holen wollte eigentlich. Wow, wow, wow. Nicht gleich mit der Flinte. Ne. Was sagt er? Wow. Ich würde mal sagen. Haha. Hallo Leben. Das ist doch die Butzel von Mr. Alexander, oder? Alter. Nein, das ist nicht alles unseres, Mann. Das ist doch keine Scheiße. Wer bezahlt denn das? Wenn das jetzt ein Nachbargrundstück wäre, wäre das ziemlich dumm, weil... Wer wohnt denn hier so? Nah beieinander, ohne abzutrennen. Nein. Wo noch bestimmt... Oh, guckt euch den Kamin an, Leute. Die wohnen doch hier bestimmt nur in der Garage, oder? Verdammt. Is that steaming pile of shit a present for not training you? Was? Shop? Hey, Süßer. Der ist ja gut feiner. Bisschen feiner, ne? Bisschen ganz feiner. Ja, fein bist du. Come on, boy. I ain't gonna say it twice, Chop. Here, over here. Perfekter Hund, perfekte Butzel, Alter. Was kann auch schief gehen? Go home, Chop. Wow. Ja gut, wahrscheinlich leben wir unten, wa? Oder ist es jetzt eine WG der Killer? Big Brother für Killer. Wenn Trevor hier noch wohnt, haben wir echt das Problem. Wow, nice. Mega nice, Alter. Ich schwöre, ich würde hier genauso wohnen wollen. Mit Ausblick auf die Stadt. Meine Güte, haben wir es gut. Wenn ich hier meine Lady mitnehme, aber die rennen ja alle von mir weg. Muss ich aus dem Vanilla Unicorn welche mitnehmen. Hier sind Zigaretten. Oh Gott, nein, hier wohnt Trevor. Trevor ist auch hier. Mega, diese Feuerstelle hier. Mega geil, Freunde. Hier Badewanne. Einfach mega. Mit dem Schlafzimmer. Ja, klar, super geil. Na gut, dann hauen wir uns mal auf die Ohren. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Abo nicht vergessen. Ciao.